Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Ich habe einen Arcade-Block und ich bin sehr gespannt, was drin ist. Ich freue mich total drauf. Machen wir ihn auf. Das ist überhaupt nicht übersichtlich. Die Box ist voll. Und ich sehe jetzt schon viele tolle Sachen, die ich total gut finde. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich ziehe hier einfach mal was von hier hinten raus. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Haha, cool. Made in India. Das habe ich auch noch nicht gehört. Das haben wir noch nicht oft gehabt. Ah ja, die Tüte darf man hier nicht über den Kopf ziehen und so, weil, ne, Erstickungsgefahr. Ich zeige euch die gleich mal. Erklär mir mal, wie man diese Tüte über den Kopf ziehen soll. Da passt nicht mal ein Kinderkopf rein. Und wer sowas macht, der gehört auch verboten. Ne? Tüten über den Kopf ziehen. Wir haben Tea Towels. Ne? Wenn du mal einen Tee trinkst, dann kannst du hier, ne, so einen Friesentee, da kannst du hier die Map von Hyrule, kannst du dir, ne? Bist hier bescheuert. Das ist hier von Zelda. Ne, von Link und Zelda. Und das sind zwei, ich hole mal eins raus. Moment. Ne, das sind zwei Teetücher. Das sind die Teetücher. Ja. Ja, das sind hier so, ne, viereckige Lappen. Da ist dann die Karte von Hyrule drauf. Finde ich cool. Das kann was. Ne? Hier ist das Master Sword. Wisst ihr Bescheid, ne, dass ihr euch das abholt. Das finde ich geil. Also, guckt mal aus der Nähe. Ja, vielleicht könnt ihr da ein bisschen besser sehen dann von der Karte. Ja. Falls ihr euch mal verlauft, habt ihr eine Karte dabei und könnt sogar noch Tee trinken. Das ist auch super. Jo. Ja. Mal sehen, wofür ich die dann benutze. Das ist auf jeden Fall ein cooles Ding. Wir haben hier noch mehr. Was ist das? Das finde ich jetzt schon wieder total geil. Das ist der Mega-Hammer. Der Pilz von Super Mario. Also nicht Toad, sondern ein Pilz, ja, so ein One-Up, ne? Und so eine Röhre. Und das sind, das ist ja super cool. Das ist ja, das finde ich genial. Das stellt man sich so hin, ne, wenn man guckt. Und das sind Salz- und Pfefferstreuer. Nerdiger geht's kaum, das finde ich geil. Das ist cool. Richtig genial. Das ist heute sehr küchenlastig hier, so Teetücher und hier so, okay. Was haben wir hier noch? Wir haben einen Becher. Das ist hier der Recher mit dem Becher. Das ist ein richtig geiler Arcade-Block diesmal irgendwie, muss ich sagen. Das finde ich Hammer. Das ist ein Double-Walled Cup with Straw. Also ein zweiwandiger Becher. Ja, mit einem Strohhalm und so einem Deckel. Und da kann man dann Getränke reinmachen und schlürf und... Ja, zweiwandig, keine Ahnung. Da ist jetzt nicht irgendwie so ein Power-Gel drin, dass man das irgendwie in die Tiefkühlung schmeißt und dass der dann richtig arschkalt bleibt. Aber immerhin, ne, zweiwandiger, dicker Becher, das ist cool. Auch mal nicht schlecht. Kann man machen, ne? Von Sonic the Hedgehog. Ihr seht das überhaupt nicht, ne, weil das total überstrahlt. Fast gar nicht zeigen, den Becher. Mal sehen, kriege ich das irgendwie hin, dass das mal nicht überstrahlt? Nee, kriege ich nicht hin. Habt ihr Pech gehabt? Müsst ihr damit leben, dass das so ein bisschen komisch aussieht? Ne? Seht ihr immer meinen Monitor im Hintergrund mit den ganzen Tabs, die ich hier auf habe. Sonic, sehr geil. Ich bin ja Sonic-Fan, eigentlich. Von daher, wir haben... Oh, das ist so viel drin hier. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, da hatten sie angekündigt, dass ein Item drin sein würde. Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich kenne das nicht. The Bit Trip. Und das ist The Bit Trip Collection. Das ist irgendwie so ein Spiel mit so einer kleinen Minifigur, die irgendwie durch die Welt tingelt. So, hier auf der Rückseite kann man das sehen. Jo, nie gehört. Muss man da mal reinhorchen. Ich mache euch dann unten, schreibe ich euch hier rein, ob das cool war oder ob das eher nicht so cool war. Mal schauen. Ich kenne das halt, wie gesagt, nicht. Dann haben wir... Eine Schatztruhe. Das ist eine kleine Blechdose, die ich nicht aufkriege. Doch, ich kriege sie auf. Oh.
Das ist eine kleine Blechdose mit einem Rubinchen drin. Also, ist Kunststoff, klar, der Stein, aber das ist so ein bisschen auch Zelda-mäßig, ne? Wisst ihr, wenn ihr dann die Kiste aufmacht. Kennt ihr, ne? Normal sind die Dinger aber immer in den Krügen drin, die er dann zerschmeißt. Na, so. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ne? Da kommt einer bei euch in die Wohnung rein und fängt an, sämtliche Vasen zu zerschmeißen und hofft, dass da Edelsteine drin versteckt sind. Das ist schon gefährlich. Das ist schon gefährlich, muss man sagen. Ne? Aber wir kennen ja Link nicht anders. Der macht das immer. Finde ich aber eine coole Idee. Also ich weiß zwar nicht, wofür man das gebrauchen kann, aber das ist, da kann man Sachen reinmachen, mit Sicherheit, ja. Aber das ist halt irgendwie mit diesen Rubinen komisch. Ja, eine kleine Metalldose. So zum Hinstellen, so vielleicht auch offen hinstellen, dass man dann den Rubin sieht. Finde ich eigentlich ganz witzig. Gefällt mir gut. Ich bin ja auch Zelda-Fan, von daher ist das eigentlich mal wieder super. Die haben sich wirklich viel Mühe gegeben. So, und jetzt kommen wir zum T-Shirt. Und ich habe mitgekriegt, dass es von diesem T-Shirt 3 Varianten gibt. Jawohl, fangen die jetzt auch schon an im Arcade-Block. Ist an sich nicht so normal, an sich haben die immer nur eine Variante. Diesmal haben sie 3 Varianten drin gehabt und ich hatte gehofft, ich kriege das Orangene. Ich habe natürlich nicht das Orangene gekriegt, ich habe das Blaue gekriegt. Wollen wir mal gucken, was da drauf ist und vielleicht werden wieder ganz viele Leute neidisch werden, das weiß ich nämlich jetzt schon. Kennt ihr das? Schau mal! Catch them all. Das sind die Pokémon. Und zwar müsste das, keine Ahnung, ist das Squirtle da unten? Ihr kennt euch besser aus. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich glaube, das könnte Squirtle sein. Ne? Es hätte noch eins gegeben mit, weiß ich gar nicht, wie die anderen heißen. Auf jeden Fall auch noch, ich zeige euch das gleich, ich habe ja hier die Spoiler-Karte drin. Geiles Shirt, auf jeden Fall. Da freue ich mich richtig drüber. Ich bin nie so ein riesen Pokémon-Fan gewesen, aber aus irgendeinem Grund finde ich das Shirt geil, weil ich das Motiv total gerne mag. Ja, was haben wir hier? Hier ist die Karte, was alles drin war. Ne? Das ist einmal die Sonic Cup nochmal, dass ihr das wisst. Dann halt, das ist alles exklusiv hier aus der Box, ne? Außer dieser Becher hier. Ne? Die Schatzdose, die Karte auf dem Teetowel, ne? Der Soundtrack, dann der Salz- und Pfefferstreuer und das T-Shirt. Und hier seht ihr auch die anderen beiden Varianten vom T-Shirt, wenn ihr mal gucken wollt. Hier, ne? Hätte ich auch cool gefunden. Ich bin auch mit dem zufrieden. Also, ne, gut gemacht. Schauen wir nochmal schnell auf die Spoiler-Karte. Oh, das bin ich alle sehr gespannt. Ne, ich weiß nämlich noch nicht, ob ich den Block behalten soll, aber die Spoiler-Karte wird das jetzt entscheiden. Und ich sehe Mega Man. Schon mal gut. Oh. Schaut mal. Da! Resident Evil. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann bleibt der Block. Dann kann ich den leider nicht abbestellen. Wenn Resident Evil drin ist, da werde ich schwach. Was haben wir hier noch? Ah ja, ne? Noch mehr Pokémon. Da kann man auch nicht schieflegen, das ist okay. Und Just Cause 3. Habe ich neulich mal irgendwo ein T-Shirt gekriegt. Das ist doch cool. Die Box ist leer, wir haben alles gesehen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das kann was. Ich bin sehr zufrieden. Geiler Block. Was sagt ihr? Guter Block oder nicht so gut? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ansonsten denkt mir an die Leute auf der Endcard. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, liebe Leute. Tschüss.